Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Eigentlich haben wir es noch mitten am Tag. Rennen können wir auch noch nicht. Also weiß ich nicht, warum ich jetzt mich auf diesen Weg hierhin gemacht habe. Weil das wird noch eine monströse Aufgabe hier mit den Stöckern. Auf jeden Fall. Aber ich habe mir überlegt gehabt, vielleicht diesen einen kleinen Spoiler, der mir gegeben wurde, der vor 2 Tagen in der Aufnahme bzw. in der Folge da erwähnt wurde, vielleicht doch mal nachzugehen und gucken, was es da gibt. Klar ist es nicht gerade erfreulich, dass ich jetzt einem Spoiler nachgehe, aber ey, das Wissen haben wir jetzt. Blöderweise. Und gucken wir mal. Der soll ja irgendwo hier weiter nördlich von meinem Punkt sein. Also schauen wir uns das mal an. Und überlegen wir uns mal, ob wir das überhaupt noch finden können. So. Oder sein könnte. Aber der soll auf jeden Fall irgendwo nördlich von uns sein. Irgendwo bei der Insel da hinten. Ja, vor allem aber auch, was für die Planung für da oben so noch angeht. Da warne ich euch auch schon mal im Voraus. Da werden wir auf jeden Fall jede Menge Knochen brauchen. Deswegen werden wir auch in Zukunft hier irgendwo mal so einen Farming-Spot für Ureinwohner bauen. Dass wir dann auch regelmäßig an Knochen kommen. Und dass wir dann vielleicht uns einen zweiten Floß bauen, so für Knochen zum Sammeln oder so. Keine Ahnung. So was in der Richtung. Ich hoffe aber, wenn wir da hingehen und uns da mal ein bisschen erkunden, dass wir jetzt nicht von einem Hai oder so attackiert werden. Wäre sonst ein bisschen blöd. Weil wir fangen an zu frieren. Hä? Was habe ich denn da gemacht? Los. Uns ist wieder kalt. Oh, ich sehe jetzt gar nichts mehr. Fleisch ist noch gut. Kann doch nicht sein, dass wir so schnell wieder frieren. Ich würde sagen, wir docken aber an der kleinen Insel da an, die ich jetzt selber kaum sehen kann. Und gucken uns da mal ein bisschen um. Ich weiß nicht, hatten wir es schon mal eigentlich die Insel da erkundet?
Wenn wir ehrlich sind, wir haben schon einiges erkundet, schon von der Insel. Wir haben bisher jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Höhlen entdeckt. Ach, da ist die Insel. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen weiter nach links. So. Ist dann überhaupt die richtige Insel? Oder die da? Weiß es nicht. Da? Fragen? Gehen wir mal hier runter. Oder hier hin. Vielleicht irgendwo zwischen. Boah, ich sehe wirklich gar nichts. Ah. Habe ich schon gefragt, was denn das denn? Ich sehe nichts. Ich hoffe, wir werden jetzt aber nicht von einem Hai attackiert oder so. Jo, wir haben Hunger. Ist da jemand auf der anderen Seite? Lass mal eben ganz schnell was essen. Ist das noch gut? Ja, kann doch nicht sein, dass es jetzt verdirbt. Weg damit. Dann essen wir hier zwei Stück. Halbe Nacht ist auch auf jeden Fall schon um. Innerhalb von 10 Minuten.
Okay, jetzt würde ich aber wirklich gerne wissen, worauf ich eigentlich zu achten habe, um die Höhle zu finden und die Unterwasserhöhle. Egal, wir schwimmen wieder hoch. Wir sind ja schon direkt bei unserem Boot. Dann wärmen wir uns mal eben ganz kurz. Von oben vielleicht irgendwie irgendwas, womit man sowas erkennt. Das ist ein Vogel, das da fliegt, oder? Na, so aus. Warte mal, wir haben noch so eine Taschenlampe. Kombinieren. So mit Batterien. Wo haben wir Batterien? Da. Und ausrüsten. Ne, wäre cool, wenn irgendwie auf der o Wasseroberfläche das mit irgendwas markiert wäre. Ne, ich würde lieber wieder auf Fahrzeug umsteigen. Ich erkenne wirklich nichts. Wollen wir eben die paar Minuten noch warten, bis der Mond untergegangen ist und dann noch mal suchen, wenn es heller ist. Ist ja jetzt ein paar Minuten. Vielleicht finden wir doch noch was. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Unterwasserhöhlen gar nicht markiert sind. Oder haben wir hier schon irgendwie eine Markierung für eine Höhle? Jetzt nichts erkennen. Müssen wir auch einfach mal ein bisschen drumherum schwimmen. Die dehne ich auch mal wieder aus. So, dann müsste es jetzt gleich auch jeden Moment wieder hell werden.
Jetzt wird's hell. Und wir sehen jetzt auch endlich mal ein kleines bisschen mehr. Lass mal hier hochgehen. Und schauen, vielleicht ist wirklich irgendwie eine Markierung da. Da war doch was. Ja, da vorne ist was. Das ist die Markierung. Wir gucken uns das erstmal an, ja? Aber da vorne war gerade irgendwas. Da hinten. Okay, ich dachte schon, wir wären schon da. Vielleicht habt ihr das auch gesehen. Ja. Da schwimmt was, tatsächlich. Ein Holzbrett. Oder? Ist das Holz? Nehmen wir das hier mal wieder an. Snacken uns noch mal ganz kurz. Ich dachte, ich habe das weggeschmissen. Jetzt Seide. Hier ist wirklich die Höhle. Wir haben eine Höhle gefunden unter Wasser. Digga. Es war echt schade, dass wir das, was das hier angeht, gespoilert wurden. Also, beziehungsweise ich. Aber trotzdem geil, wir haben sie gefunden. Was? Nein, nicht kombinieren. Ausrüsten. Digga, die geht aber tief runter. Warte, da lag was. Liegt was, bitte? Okay, was ist das? Oh, wir haben Durst. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt war. Ich hoffe, aber hier unten gibt es jetzt keine Feinde oder so. Geht das tief runter. Ich mach mal folgendermaßen. So, ausrüsten und dann wird uns wieder warm. Okay.
Okay. Da ist auch noch was. Zwei von vier. Hier haben wir Pfeile. Nice. Haben wir wieder ein bisschen was. Armbrustbolzen haben wir hier. Okay. Nochmal Armbrustbolzen. Okay. Das war's. Keine Feinde. Gar nichts. Sonst geht's hier nirgendwo weiter, ne? Gibt's hier noch irgendwas? Nö. Was ist das? Gehen wir erstmal hoch. So, dann sind wir wieder oben. Dann würde ich mir gerne mal angucken, was ist denn das, was wir hier gefunden haben? Hier ist das nichts. Vielleicht unter Notizen. Notizbuch. Dora, Tiere. Notizen. Nee. Hier ist es nicht. Ah, hier. Hä? Okay, Hängegleiter. Wir haben einen Bauplan gefunden, oder wie? Ein Bauplan. Das scheint ein Bauplan zu sein. Ein Bauplan. Okay. Tower. Ein Turm? 317 Baumstämme für so einen Turm? Will der mich verarschen? Und 22 Stöcker? Egal. Egal. Okay, da war ich jetzt, da bin ich jetzt selber ein bisschen überrascht. 3 von 4? 2 von 4. Also gibt es 4 Baupläne oder wie jetzt? Okay. Das müssen wir uns dann oben mal angucken. So, den ziehen wir uns wieder an. Ja, mir ist wieder kalt und ich bin wieder nass. Und ab jetzt müssen wir hier wieder runter. Und dann da hoch. So. Und wir müssen wieder auf unseren Floß von Hai kommt. Komm. Ja, dich habe ich wieder runtergeschmissen. Und dich. Endlich. Dann können wir den hier wieder ablegen. Und wieder zu unserer Insel zurück. Okay, aber das fand ich jetzt interessant. Warum können wir nicht weiter? Ah, deswegen, okay. Das war jetzt wirklich interessant. Aber trotzdem, Leute, bitte spoilert mir nicht die anderen beiden oder allgemein jedes Spiel. Ich würde das schon wirklich gerne selber rausfinden. Auch wenn das jetzt cool war, das mal zu finden.
Dennoch muss ich sagen, das Ding wurde mir gespoilert, also lass das bitte sein. Zwar nett gemeint wahrscheinlich, aber lass das bitte. Aber ich muss auch sagen, die Zeit ist auch wieder mal um. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.